auferstanden, er lebt. Halleluja. Mit dieser Osterbotschaft, da grüße ich Sie und euch ganz herzlich an diesem besonderen Ostermorgen, der anders ist als sonst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Worte nach Psalm 118. Dieser Tag ist Gottes Tag, er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag, wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag, fröhlich feiern wir heute. Ich war schwach, aber Gott ist meine Stärke. Ich hatte keine Stimme, aber Gott singt in mir. Ich war verletzt, aber Gott macht mich heil. Heute erkenne ich wie nie zuvor, Gott bleibt Sieger. Davon wird in allen Häusern gesungen. Gottes Recht besteht, Gottes Gerechtigkeit herrscht. Ja, so ist es und so bleibt es. Ich war am Ende, aber Gott fängt mit mir neu an. Ich lag am Boden, aber Gott hebt mich auf. Ich lebe. Ich kann Gottes Taten in die Welt hinausrufen. Gottes Gerechtigkeit ist ein offenes Tor. Ich kann hineingehen. Ja, Gott selbst hat mir dieses Tor geöffnet. Dafür will ich ihm danken. Gott, du hast mich gehört. Du hast mir geholfen. Danke. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Fröhlich feiern wir heute. Denn der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Dieses Jahr bin ich sehr traurig an Ostern, da ich meine Kinder nicht besuchen darf, meine Enkel und Urenkel nicht und das ist alles so traurig. Dieses Jahr fehlen uns die Gottesdienste zu Ostern. Ist nicht so wie sonst traurig. Und was fehlt mir noch? Die Enkelkinder und der Besuch von auswärts fehlt auch. Ostern ist dieses Jahr anders. Und das, was mir fehlt, ist das, was ich bisher als selbstverständlich angesehen habe. Gottesdienste mit vertrauten Menschen, das gegenseitige Zusprechen, dass Christus auferstanden ist. Und ich denke, dass ich nächstes Jahr diese Gottesdienste viel bewusster wahrnehmen werde und viel mehr schätzen werde. Bedeutet Ostern, dass ich Ferien habe und dass ich chillen kann und Familie und Freunde besuchen kann. Aber dieses Jahr ist das alles anders, zumal die Schulen schon seit mehreren Wochen geschlossen sind und das gesellschaftliche Leben stark eingeschränkt ist. Für mich ist Ostern 2020 was Besonderes, weil der Virus unterwegs ist und alles lahmlegt. Somit auch das Osterfest, dass man nicht die Verwandten besuchen kann, Mutter, Schwiegereltern oder sonstiges und das Osterfest alleine verbringen muss mit seiner Familie im eigenen Haus. Aber auch das bringt uns nicht zu verzweifeln. Wir nutzen die gemeinsame Zeit und rücken näher zusammen. Lesung nach Lukas 24 aus der Neukircher Kinderbibel. Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde Jesu gewesen. Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander. Sie sprachen darüber, wie traurig und enttäuscht sie darüber sind, dass Jesus tot ist und wie unbegreiflich es für sie ist, dass er sterben musste. Als sie so redeten, holte ein Fremder sie ein und fragte, über wen sie sich da unterhielten. Traurig blieben sie stehen und fragten verwundert, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Was denn, entgegnete der Fremde. Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk.
Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber haben gehofft, dass er der Retter ist, der unserem Volk helfen wird. Doch nun ist er tot, schon den dritten Tag. Aber stell dir vor, heute Morgen kamen Frauen, die erzählten, Jesus lebt, sein Grab ist leer. Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Und der Fremde erklärte ihnen alles, was schon in den heiligen Schriften über den Retter stand, nämlich, dass dieser leiden, sterben und auferstehen müsse. Die beiden hörten aufmerksam zu, wie lebendig der Fremde durch die Schrift auslegte, wer mochte er sein. Es war spät geworden, als sie endlich in Emmaus ankamen. Sie luden den Fremden ein, bei ihnen zu essen. Und als sie zusammensaßen, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den beiden. Die aber starrten ihn an. Auf einmal begriffen sie, wer da bei ihnen saß. Jesus war es. Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte. Als sie das erkannt hatten, war Jesus plötzlich nicht mehr zu sehen. Sie fragten sich, wie sie ihn nicht hatten erkennen können, wo er doch den ganzen Weg mit ihnen gegangen war. Und sie stellten fest, wie ihnen das Herz aufgegangen war, als er mit ihnen sprach und ihnen die Heilige Schrift erklärte. Da hielt sie nichts mehr in ihrem Haus. Schnell liefen sie nach Jerusalem zurück zu den anderen Jüngern und erzählten ihnen voller Freude, was sie erlebt hatten. Da brach Jubel aus. Die Freunde lagen einander in den Armen. Nun glaubten sie gewiss, Jesus, ihr Herr, lebte. Er war durch verschlossene Türen zu ihnen gekommen. Dieses Osterfest ist anders als sonst, Corona-bedingt. Wir feiern das Fest ohne den Besuch von Familie, ohne den Besuch von Freunden. Wir feiern das Fest ohne die besonderen Gottesdienste und Bräuche, die uns mitnehmen in die dunkelsten Lebensstunden Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung. Es gibt kein Kleppern auf katholischer Seite, kein gemeinsam entzündetes Osterfeuer am frühen Sonntagmorgen, kein zusammen eingenommenes Osterfrühstück in Wadern, kein fröhliches Ostereiersuchen auf dem Gemeindegrundstück in Losheim für die Kinder. Dieses Osterfest, das kommt ruhig daher. Uns fällt jetzt so vieles auf, was dieses Mal anders ist, was wir vermissen. Es ist ein Fest des Innehaltens, des Bewusstwerdens. Das Osterfest enthält zwei Seiten einer Medaille, Tod und Leben. Durch die Zahlen der Erkrankten, Verstorbenen und Genesenen bekommen wir das im Fernsehen und Radio tagtäglich vor Augen und Ohren geführt. Die eben gehörte Geschichte der Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus, die erzählt auch von Tod und Leben. Der Tod Jesu stürzt die Jünger in eine Krise, reißt die auseinander, die vorher noch freundschaftlich verbunden zusammenlebten. Die ersten machen sich auf den Weg nach Hause, während andere zurückbleiben. Das Gefühl von Verlassenheit und Trauer, der Blick ist zurückgewandt, gesenkt. Die durch Corona herbeigeführte Krise hat Menschen nach Hause zurückgeführt. Verlassenheit, Einsamkeit bei so manchen. Die Lebensumstände sind mit einem Mal so anders. Auf einmal ist man auf sich selbst zurückgeworfen, muss alles allein oder im kleinen Kreis ausmachen. Die vielen sozialen Kontakte, die vorher noch da waren, die Nähe, das fehlt alles. Und Freunde scheinen sich neu zu sortieren. Auf dem Weg begegnet den Jüngern ein Gesprächspartner. Er hört zu, geht ein Stück des Weges mit, begleitet sie. Die drei tauschen sich aus, erklären, erzählen, was und wer ihnen fehlt. Der Fremde erläutert seine Sicht der Dinge. Die Blickwinkel der anderen beiden scheinen sich zu verändern. Es tut gut, gesehen und gehört zu werden, die Gemütslage darlegen zu können. Genau so erlebe ich zurzeit Begegnungen beim Einkaufen oder auf der Straße. Jemand hört voneinander, bekommt Einblick in das Innere von anderen. Solch ein Plausch auf Abstand schafft auf einmal Nähe, lässt den Blick auf anderes wiedergewinnen. Er ist ein Stück wohltuender Wegbegleitung, das wir alle leisten können. Am Ende des Weges bricht der Unbekannte das Brot mit den Jüngern für die Jünger.
Das Brot, das er weitergibt, schenkt Stärkung, schenkt Trost und Aufrichtung. Die Jünger erkennen in diesem Moment, wen sie vor sich haben. Der Moment des Erkennens ist zugleich der Moment, in dem der Auferstandene ihren Blicken entgleitet. Aber dass er nicht mehr greif- und sichtbar ist, ist nicht schlimm, denn er hat ihnen die Hoffnung wiedergegeben. Sie haben wieder eine Perspektive vor Augen. Tod und dunkle Stunden, die haben nicht das letzte Wort. Wenn Ältere oder Kranke ihre Einkäufe vor der Haustür vorfinden, wenn ein Kartenbrief oder Ostergruß ankommt, wenn über die digitalen Medien persönliche Lebenszeichen vorbeigebracht werden, dann ist das wie das Brot, das Jesus uns zur Stärkung reicht. In diesen Stärkungen begegnet uns nicht Jesus selbst, aber Menschen, die in diesem seinem Sinne handeln. Solidarisch, selbstverständlich, Mut und Hoffnung bringend. Das schafft Perspektiven in unser aller Umfeld, in unserem Land und weltweit, dass die Krise, Krankheit und Tod, die dunklen Stunden überwunden werden können. Für mich ist die Geschichte von Emmaus eine Mutmachgeschichte. Eine Geschichte von Aufrichtung und Auferstehung mitten im Leben, zu der wir alle beitragen können. Und es ist auch eine Geschichte, die sogar durch verschlossene Türen geht. Lassen wir Ostern also bewusst wahr werden. Halten wir an der Osterhoffnung fest, die da heißt, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir haben uns Gedanken über Ostern gemacht, da wir an Ostern gerne in die Kirche gehen und eigentlich also jedes Jahr, da wir dann an Gott, an Jesus gedenken, an Karfreitag und an die Auferstehung, also an die Auferstehung denken, und das bereitet uns Freude. Was bedeutet dir Ostern? Die Auferstehung von Jesus und Freude und Spaß mit der Familie. Wir spielen auch immer ganz viel und die Geschenke suchen und die Ostereier anmalen. Und dass Jesus, dass ich es schade finde, dass Jesus nicht mehr lebt. Und da ich tapfer fand, dass Jesus sich uns ans Kreuz hängen lassen hat. Bei uns gibt es so eine Tradition, am letzten Abend mal donnerstags lade ich immer so Freunde von mir ein, die dann hier sitzen und wir backen Brot. Und das wird dann zusammen geteilt und ein bisschen gemütlich, dass wir vor dem Karfreitag nochmal bewusst diese ganze Geschichte wahrnehmen, die uns jedes Jahr begleitet und uns auch viel bedeutet. Und nach dem Karfreitag im Gottesdienst freuen wir uns eigentlich immer auf die Osternacht. Da sitzen wir in einem stillen Raum, keine Musik erklingt, alles ist ganz still. Man kann darüber nachdenken, wie schön es ist, dass man beisammen ist und dass Gott, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und das Feuer ist auch meistens sehr schön und alles erleuchtet dann. Ja, die Kirche ist ganz still und das mögen wir besonders, wenn es dann eigentlich so richtig ganz ruhig ist und jeder so nochmal seinen Gedanken nachgehen kann, dass es nach der Dunkelheit und nach diesem schrecklichen Ereignis auch wieder was Schönes gibt und diese Auferstehung ja so ein Neuanfang für uns ist und dass wir dann in Ostern auch richtig froh sind miteinander und ganz lustige Verstecke finden, die dann die Kinder, gell, Noah, die, ja, findest nur du die dann, Kinder. Auch die Erwachsenen finden das dann richtig cool. Dann verstecken wir auch für die Mama, genau, oder für unsere Schwester. Genau, dürfen alle mitsuchen und das suchen auch alle gerne mit. Mhm. Und den Ostersonntag verbringen wir dann auch meistens mit viel Spielen und gerade jetzt in der Krise so, wenn wir so an Corona denken und so, dann ist uns auch ganz klar, dass es uns verhältnismäßig gut geht, dass wir alle gesund sind, dass wir gemeinsam hier sitzen können. Es schade finden, dass wir nicht zum Gottesdienst kommen, aber trotzdem ganz bewusst in dem Gedanken daran teilnehmen und uns eigentlich auf die nächste Osternacht freuen, richtig doll. Ja. Ne? Ja. Musik
Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Wir wünschen ein gesegnetes Osterfest aus Weißkirchen. Wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest und alles Gute. Wir meistern diese Herausforderung. Tschüss!